Schönen guten, meine Lieben. Da sind wir hier wieder mit The Long Dark. Und wir sind hier angekommen, glücklicherweise. Und in unserem beliebten, in unserem lieben alten Lager Bro. Da wollen wir jetzt auch mal ein bisschen Haie machen. Ha? Aha. Schade, nicht alles verjasst. Sondern pass auf. Auf jeden Fall. Ja, nee. Unbefriedigend. So, warte mal. I. Nochmal, so was trinken, einen Schluck. Wir können das essen, ne? Ich glaube, bis jetzt, wir hatten zwar, ne? Aber, weiß ja, ne? Eine Tasse Kaffee. Tasse Kaffee nehmen wir jetzt nicht. Wir trinken jetzt, ach, wir schlafen jetzt erstmal eine Stunde. Acht? Vielleicht? Gucken. Alles geheilt. Wir sind, Schlaf kann so gesund sein, ne? Und nochmal, ey, wir hatten zweimal verstauchte Knöchel. Oder wie? Scheinbar. Also wir haben ganz schön gelitten auf dem Weg. Das kann ich, das... alles leer hier, da gibt's ja gar nicht. Das ist ja... Unglaublich ist das auch. Ich hätte, weißt du, was ich gerne mal machen würde? Mein ganzes Zeug reparieren, ehrlich wahr, ne? Also wirklich wahr. Getrockneter Wolfspelz, Wolfspelz 2, 3... Kommt mir doch, da kommt mir was. Warte mal. Ich glaube, es kommt. Warte mal eben. Ich muss mal eben gucken. 4! Nein! Warum? Warum? Warum 4? Habe ich 4? Komm, gib mal 1. 2, 3. 4. Alter, ich werde bekloppt. Ja, weißt du was? Hör mal, du, da fangen wir doch mal an, dann wollen wir doch mal loslegen hier. Ich habe hier alles getrocknet natürlich, ne? Das liegt ja auch schon 5 Jahre hier. Da haben wir eine Rehhaut, da haben wir einen Darm, noch einen Darm. Ach, guck mal hier, wir haben Wolf ohne Ende, Wolf. Ich wusste gar nicht, dass hier, also ich wusste, dass hier was liegt noch, aber ich wusste nicht, dass hier so viel liegt noch. Und was ich dann auch mal gerne möchte, ist nämlich so ein hier, so ein Stoff. 6 Stoff, Junge. Gib mir die Stoff. So, jetzt hat man das Gefühl, im Moment, jetzt gerade, jetzt in diesem Augenblick macht sich wieder ein Gefühl von Hoffnung breit, ne? So von wegen, weißt du, endlich können wir wieder was machen, wir kriegen was geregelt, wie wir, weißt du, und wir haben auch noch hier schöne Sachen irgendwie rumliegen, glaube ich. Naja, wir wollen es nicht übertreiben, aber weißt du, was ich meine, ne? Das ist irgendwie, man hat das Gefühl, ey, ist, ach, ich drücke mal E, weißt du? Weißt du, warum ich E drücke? Weil man da... rein und raus geht bei Minecraft. Oh, ich muss was trinken. Ja, cool. Das freut mich natürlich sehr. Da bin ich euch sehr glücklich. Da haben wir auch noch jede Menge Leisch. Aber Leisch ist leider Wolf. Ne? Wobei das nicht so schlimm wäre. Wir können ja immer einmal essen. Das ist ja kein Problem. Ne? Zeig mal, wir kochen das mal eben. Bevor das Ganze im Arsch ist. Im Sack quasi. Habe ich denn hier noch Holz rumliegen? Warum habe ich hier kein Holz liegen? Habe ich hier eigentlich kein Holz liegen? Ich habe was eingesammelt, ne? Ich kann das ruhig benutzen. Ne? War denn der, dieser Stuhl da jetzt der einzige, den ich auseinandernehmen konnte? Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns tatsächlich einen Wolfsmantel. Weil unser Mantel ja doch schon ziemlich angeschlagen ist. Ich meine. Ah, hier ist noch was, guck mal. Regalski. Jetzt haben wir hier, glaube ich, auch einen Wolfs... Ach, ja, ja, Wolf hier, Wolf da, ne? Haben wir hier, glaube ich, auch einen Wetzschlein rumliegen. Da können wir unsere heilige Axt, unser heiliges Beil... Und es stürmt natürlich. Ja, das kommt mir gerade recht. Du hast verkackt, Junge. Du hast mich eigentlich... Du kannst kaum laufen hier, ja, ich weiß. Aber wir haben ja gleich... Wir haben mal locker, Mann. So, das habe ich was getrunken, ne? Ne? Dann machen wir das mal eben. Dann machen wir mal eben einen Drink. Ah, ich fühle mich so gut. Da kommen wir jetzt mal auf die Scheiße hier, was soll's. Damit wir ein bisschen was im Magen haben, während wir das hier braten. Ein paar Stücke haben wir auch. So, wir haben einen Feuerstahl, nehme ich aber nicht. Ich wollte schon sagen, da haben wir noch 3 Streichhölzer. Ich nehme mal eben die Holzkohle. Natürlich macht er das Ding dann wieder zu. Das
heißt, wir dürfen das wieder neu einstellen, ne? So und so. Nee. Und da. Nö. Ja, 7 Minuten dauert der Gipfel. Dann bekommt man gerade so ein Gefühl, es könnte ja wieder was laufen, ne? Und das macht einen wieder so ein bisschen. Weißt du? Come on, little fire. Das baut einen auf. Sag ich dich. Passiert. Wir können Sachen machen, ne? Wir können einen Lümmel bauen da, wir können Wolfsmantel machen, jetzt schon, ne? That didn't work. Das hat nicht geklappt, warum nicht, Hase? Was hast du denn gemacht? Mann, oh Mann, oh Mann. Mäuse können, mach jetzt, komm. Mach doch. Guck mal, ich bin so abgestiegen. Hat einer am Monitor rumgepummelt, dass die Kamera nicht mehr so stimmte. Ist das so eng geworden? So. Meine Cam steht nämlich da oben. Auf dem Monitor, ne? Hat's geklappt? Nee, ne? Was ist denn da los? Könntest du mal bitte hier, ich verballer die Streichhölzer, ne? Weiß ich nicht. Come on, little fire. Come on. Come on, come on. Ja, baby. Gib's mir. Mach doch. Mach. Komm. Komm. Ja. Ja, das sieht gut aus. Voll. Läuft, würde ich sagen. Läuft. 1, 2, 3, 12. Ich tau mal 6 Dinger da rein. 3 Stunden ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber egal. Wir gären das mal eben. Ich sagte schon, dass ich immer an Garen denken muss, ne? Wir garen das. Ist nicht dein Ernst? Was ist denn hier? Wir haben nichts gemacht. Wir sollten mal joggen gehen, was? War das überhaupt voll? Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe nur 8 Stunden geschlafen. Könnte auch daran liegen. Aber 8 Stunden ist mal hier ein erwachsener Mensch. Kommt normalerweise, ne? Sollte mit, also 18 schon viel. Eigentlich. Also ich habe meistens so zwischen 6 und 7, ne? Dann bin ich vollkommen ausgelastet. Zwischen 6 und 7 Stunden so, dann bin ich komplett fertig. Wenn ich dann 8, also bin ich wach. Also bin ich, weißt du, werde ich von alleine wach quasi. Ich werde oft schon vorm Wecker wach. Das habt ihr auch schon ein paar Mal gehört, ne? Auf jeden Fall. Achso, den machen wir auch mal eben, weil den brauchen wir. Demnächst vielleicht, also es wäre besser, ihn zu haben, auf jeden Fall. Ich hatte nur einen? Wieso? Braucht man da 3 Stück für, ne? Oder irgendwie so war das. Dann wollen wir noch einen Stock hinzufügen. Reicht das? Ja, das würde reichen. Ich mach mal 2 rein, scheißegal. So. Und dann schmelzen wir 1 Liter 2 Stunden. 2 Liter umgekehrt natürlich. So war das, glaube ich. Guck, der Sturm hört jetzt auch auf. Ich glaube, das ist Karma. Wir haben Glück. Wir haben einfach mal so ein bisschen Glück wieder. Nach so viel Pech, nach so viel Frustration, die ich mich frustriert hatte. Ich war echt frustriert, das kann ich euch sagen. Es war eine Zeit, in der ich wirklich frustriert war. Ich habe hier jetzt 3 Stunden rumgefeuert, ne? Weißt du das eigentlich? Oh, warte, ich will erst gucken hier. Keine Leiden. Hast du keine Leiden? Das können wir ändern. 87% Wolfsfleisch. Rein damit. Risiko natürlich. Ja, wissen wir. So, das packen wir eben raus. Oder warte mal, ich packe mal eben das Holz hier hin. Ich habe ja ganz viel Holz hier in der Tasche. Ablegen bitte. Kannst ruhig alles hinlegen. Das sind so die Sachen, die wir mitnehmen wollten. Falls wir unterwegs ein Feuer machen, weil die länger brennen, ne? So war das doch. Irgendwie sowas hatte ich mir, glaube ich, dabei gedacht. Kommt auch nicht so oft vor, aber manchmal tue ich mir auch was denken. Dann wollen wir hier einen kleinen süßen Wolf hinlegen, damit wir schön immer... Jetzt meine Maus ist so schnell auf einmal.
Weißt du, kennst du das? Ich weiß ja nicht, wie eure Maus so eingestellt ist. Ich habe meine Maus immer so ziemlich schnell eingestellt. Ich brauche also wenig Platz auf meinem Schreibtisch dafür, ja, um sie zu bewegen. Weißt du noch, früher musstest du, da brauchtest du 10 Meter hier Schreibtisch, damit er die Maus von der einen Ecke zur anderen marschieren konnte. Ich kann das innerhalb von einem Zentimeter ungefähr. Also ja, nee, wahrscheinlich nicht. Das sieht jetzt anders aus. Aber so zwischen 2 und 3 Zentimeter brauche ich da nur wahrscheinlich, ne? Also geschätzt jetzt so, ne? Ich will jetzt hier nicht übertreiben oder so. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Und ich bin so ein Feinbeweger. Aber kennst du das auf der Arbeit? Hast du dann so ein Dingen? Ich vergesse gerade, was ich machen will, weil ich hier am Quatschen bin. Auf der Arbeit hast du dann so ein Dingen? Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. So einen nehme ich auch mal raus. Federn habe ich auch da hinten. Habe ich? Ja, habe ich. Auf der Arbeit hast du dann so ein Ding, was wirklich wie früher ist, ja, so ungefähr jedenfalls. Hätten wir mal die eine Haut mitgenommen, hätten wir die jetzt. Dann, ich weiß nicht mehr, was ich wollte sagen. Dann auf der Arbeit hast du wieder so ein Ding, was total. Hä? Was machst du denn da jetzt? Ich habe noch gar nichts eingestellt. Ist das normal? Ach, ich hier wieder, ne? Ich mache immer hier meine 0,5 Stunden da. Ich bin total überfordert hier gerade. Was ist denn los? Zeit übrig, 4 und was? Das ist nicht angenehm. Nein, nein. 2,5 Stunden, stell her. Ja, Messer. Es wird dunkel. Es ist dunkel. Es ist nicht zu dunkel, frage ich mich gerade. Und wir sehen nichts. Aber wir haben ja eine Laterne mit. Glücklicherweise haben wir eine süße kleine Laterne mit. Geh weg. Hau ab. Alter. So, und dann kommst du wieder nach Hause und dann hast du eine Maus, die dann total abgeht. Ist ja auch schön. Ich finde das ja. Ich mag das. Ich finde das gut. Ich mag das sehr. Ich bin äußerst glücklich darüber, dass das so ist. So. Schaffen wir den Pelz? Nee, ne? Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Hunger habe ich natürlich. Habe ich was zu essen mit noch? Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ich nicht hier. Ich habe hier, glaube ich, jede Menge Dingens. You know what I mean? Ich kann rennen, oh gut. Oh ja. Ich kann vor der Ecke rennen, haben wir es gesehen. Ich habe doch hier, glaube ich zumindest, jede Menge von diesen. Habe ich nicht? Warum nicht? Ach, eh. Drück immer eh, Alter. Ah, siehst du. Dann nimm doch mal 10 bitte mit. Das ist ja mal ein Geschenk gerade eben. Das können wir gut gebrauchen und Zeug. Finde ich immer gut, ne? Finde ich also hier wunderherrlich. Ich bin so glücklich. Habe ich hier noch was an Kohle drin? Natürlich, nein. Natürlich nicht, wollte ich jetzt nicht sagen. Inventory. So, hier, erstmal was. Was haben wir denn? Wie viele Kalorien haben wir denn gerade drin? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Man kann es nicht wissen. Ich esse mal noch einen. Ich esse mal noch einen. Und mit 7, dann esse ich noch einen. Dann haben wir eine gerade Zahl. Ich bin ein Freund von geraden Zahlen. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. So, jetzt machen wir mal hier 10 Stunden kommen. Damit wir einmal richtig ausgeschlafen sind, hoffe ich. Hope so. Hope so very much. Ist das nicht toll? Hunger oder was? Was ist Hunger oder was? Warte mal, hast du Hunger? Wieso sehe ich das hier nicht? Ich habe auf jeden Fall Durst. Nein, 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 nein. Zu viele Gedrücke hier, echt.
dann erstmal noch so einen Kolben hier, den kannst du hier noch da reinschieben und dann ist gut erstmal, oder? So. Machen wir jetzt hier weiter oder machen wir nicht weiter? Das ist hier das Zwetschgen. Da geht noch ein bisschen mehr rein, aber nicht wirklich viel. Ist das denn jetzt irgendwie gekennzeichnet, dass ich da irgendwas für benutzt habe? Oder das, was ich benutzt habe? Das da. Neuer Wolfspelzmantel. Kann ich den jetzt alles hier reinlegen, ohne dass jetzt irgendwie was kaputt geht? Also nicht kaputt geht, sondern... Welche Wolfspelze hat er denn jetzt dafür genommen? Wir brauchten vier, glaube ich. Kann das sein? Hat er die beiden genommen? Oder wie, oder was? Schade. Schade. Scheinpilz. Was wir auf jeden Fall machen, ist hier mal eben reparieren. Und zwar die Buchse, ne? Der Mantel, der wäre auch wichtig, ne? Der wäre extrem wichtig. Ah. Gut, das hat schon mal geklappt. Das ist sehr wichtig. Das ist äußerst wichtig. How many Stoff haben wir? 3. Also ich könnte entweder den Mantel nochmal reparieren, was ich eigentlich nicht... Ich möchte gerne die Hose nochmal reparieren, echt. Ich will die Hose reparieren, ich möchte gerne die Hose hier fertig haben, damit es nicht so zieht und rum. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Ist 59 jetzt ernsthaft? Das ist nicht viel, mein Lieber. Dann haben wir 89, komm, das machen wir auch nochmal. Darf nicht ziehen da unten, ne? Sonst gibt es eine Blasenentzündung. So. Nimm mal. Handschuhe, die können wir auch nochmal reparieren, oder? Oder ist sowas besser? Ich meine, der ist ja noch einigermaßen. Was? Schal wichtiger oder Handschuh? Wir haben ja eigentlich bessere Handschuhe, ne? Oder? Wenn ich bessere Handschuhe. Soll ich den Schal machen? Von oben rum ist auch scheiße zu frieren. Wir machen den Handschuh. Den hier. Ich glaube, wir haben bessere Handschuhe. Noch irgendwie haben wir haben wir irgendwo liegen lassen, die waren nicht mehr so. Und wir können auch bald keinen Nickelhandschuh machen. Das hat nicht geklappt. Oder was? Doch, hat geklappt. Okay, danke schön. Uns fehlt ja auch ein Schal, ne? Oder irgendwas anderes. Noch eine Mütze oder sowas, scheinbar, ne? Ja, ansonsten sind wir doch ganz gut drauf gerade. Zeig mal. Plus 9. Naja, wir hatten schon mal 11, glaube ich. Schuhe können wir auch bald machen. Also wir können eigentlich, sind wir ganz gut drauf. Oder? So, jetzt wollen wir nochmal gucken, was ich hier noch zu essen hatte. Give me the food. Danke. Ich habe Pfirsiche. Naja, ne? Die sind jetzt auch nicht so, der Burner. Die sind nicht der Burner, ne? Die kann man zwar warm machen, aber ich glaube, das ist mir ganz egal. Es geht mir gerade nur um die Kalorien, weil warm ist alles gut, oder? Doch, wir schießen immer. Und dann können wir diese Sachen hier noch essen. Ist ja nicht so wild. So. Und jetzt haben wir es schon wieder Mittag. Na, das ist nicht schlimm. Mittag ist gut. Jetzt will ich noch mal ganz kurz, jetzt habe ich was vergessen. Da oben 29 Gramm habe ich, okay, das würde ja noch gehen. Jetzt nehme ich das mit, dann habe ich aber, nee, das ist mir zu windig. Dann lasse ich noch was hier. Die Pelze hier, die lasse ich alle hier. Die schmeiße ich hier hin. Dann müssen wir sie halt alle aufnehmen, wenn das irgendwie gewünscht ist. So, das. Und hier das Rehzeug und das Vaninchen, das wiegt nicht viel, ne? Das kriegen wir jetzt noch hier rein. Ja. Das ist gut, das ist gut. Dann haben wir hier nochmal sowas reinlegen.
und sowas. Und sowas. Hallo? Und sowas. Und sowas. Tasse Kaffee, ja. Ne? Schön und gut, aber. Aber. Habe ich diesen anderen Zunder, diesen ganzen Zunder, den ich von den Klamotten hatte, habe ich den alle schon mal durchgewämst? Habe ich den schon voll durchgewämst? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, scheinbar. Ey, warte mal hier, Holzkohle rausholen, bitte. Ja, mein Freund. Da hätte ich dich ja fast vergessen. Jetzt haben wir nämlich 26 Gramm. Plus Mehrwertsteuer. Dann haben wir hier 1%. Sehr schön. Und wir machen jetzt Feierabend. Und schauen uns in der nächsten Folge hier ein bisschen um nochmal und gehen nochmal. Komme ich da auch irgendwie hoch wieder? Ist die Frage von hier aus. Das wäre cool. Weil dann, ja, dann muss da irgendwo die Dings sein und wir können noch ein bisschen Karte malen. Also das wäre doch perfekt, oder? So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.